Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Jugendliche, liebe Idioten, guten Abend. Wir zeigen nun die 100. Ausgabe der vielfach preisgekrönten Fernsehproduktion Sendung ohne Namen. Das zeitgeistige und informationsüberladene Magazin, das im Jahre 2002 zum ersten Mal auf Sendung ging, gilt seither als Wegweiser für modernes Jugend- und Kulturfernsehen. Regie führt diesmal Sebastian Brauneis. Als Sprecher fungiert Fred Schreiber. Er ist auch der Autor dieser Ausstrahlung. Dazu hören Sie Aufnahmen des Radio-Sinfonieorchesters unter der Leitung von... habe ich jetzt vergessen. Es sind dies Kompositionen von Liszt, Chopin, DJ Hell und vom guten alten Loi Fan. Wir möchten Sie an dieser Stelle auch erneut auf unsere Aktion Nur ein informierter Seher ist ein braver Seher und auf das damit neu eingerichtete Inhalte-Leitsystem für das österreichische Fernsehpublikum aufmerksam machen. Hier sehen Sie eine Reihe Piktogramme, die die gesendeten Inhalte sofort und leicht erkenntlich kennzeichnen. Es sind dies Pop, Satire, Religion, Tiere, Politik, Society, Fressi Fressi, Ficky Ficky und Walross. Sie finden diese Symbole während der laufenden Sendung auf einen Blick in der linken oberen Ecke Ihres Fernsehbildschirmes. Der österreichische Rundfunk wünscht gute Unterhaltung und einen freien Empfang mit der 100. Sendung ohne Namen. Okay, jetzt wird es natürlich ganz schwer, das Ganze über die Bühne zu bringen, ohne peinlich, eitel oder großkotzig zu wirken. Naja, ist wahrscheinlich eh wurscht, wie man es macht. Ja, also vielleicht haben Sie es ja irgendwo gelesen oder gehört oder vielleicht haben Sie auch mitgezählt. Es handelt sich hier um die 100. Ausgabe der Sendung ohne Namen. Ein Jubiläum sozusagen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen. 100 Sendungen. Wer hätte das gedacht? Keine Ahnung, ich wurde verständigt, geheim natürlich, deswegen habe ich es fast gar nicht gewusst. Ich bin völlig fertig, das ist unglaublich. Ich sollte ursprünglich eigentlich auch von der Partie sein. Ja, also ich glaube, sie war sehr abwechslungsreich und es dürfte für jeden was dabei sein, ja, nächstes Jahr. Ihr habt das Recht, euch heute durch euren Mut und eure Beharrlichkeit als des Volkes und Vaterlandes Retter zu wählen. Vor allen Dingen nicht mit so einem scheiß Namen. Sendung ohne Namen. Pff, Gott, was war das nur für eine dämliche Idee? Durchschläge und 3 davon auf meinen Schreibtisch, bitte. Eigentlich hatten wir ganz am Anfang einen richtig coolen Namen für die Sendung. Ich glaube, es war Switch oder Zap oder Swap oder so ähnlich. Oder anders, nein, wir wollten ein Zeichen haben, das dann so im Programmheft steht. So wie manche Firmen nur noch mit ihrem Zeichen ohne Schriftzug werden. Ging aber angeblich aus technischen Gründen nicht. Keine Ahnung, wieso es bei McDonald's, Mercedes oder Apple geht. Am besten hätte mir als Titel ja immer noch gefallen, Schwerpunkt Allgemeines. Aber irgendwie waren damals gerade alle auf diesem Interaktivitätstrip. Folgende Idee. Wir nennen die Sendung einfach Sendung ohne Namen und lassen das Publikum entscheiden, wie sie heißen wird. Na, wie findet ihr das? Eine verrückte Idee, oder? Wenn Vera Russwurm gerade schwanger gewesen wäre, dann hätte man ihr das wohl auch vorgeschlagen. Jedenfalls sind wir dann einfach bei dem Namen geblieben, auch wenn ihn niemand richtig mag. So wie man sein Kind, was weiß ich, Horst nennt, um dann vielleicht später drauf zu kommen, dass es doch kein wirklich cooler Name ist. Hallo. Hallo. Mein, der ist ja süß. Wie heißt er denn? Horst. War kein... Das ist schon wichtig. Aha. Was bedeutet das? Mann aus dem Gestrüpp. Schönen Tag.
Hubertus. Hubert bedeutet übrigens denkender Geist. Wirks. Karl-Heinz, freier Hausmann. Bab. Günther, alter Kämpfer. Affe. Jörg, Bauer. Wolfgang, Krieger in Tierkleidung. Oder? Und Alfred, der von Elfen beraten. Ich bin heiß. Das nur so als Hinweis, falls Sie gerade männlichen Nachwuchs erwarten und althochdeutsche Namen bevorzugen. Stiftungsrat, ich bin dir ja ausgeliefert jede Nacht, weil nur wo du bist, bin ich daheim. Punkt. Danke. 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 So, also jetzt aber 100 Mal Sendung ohne Namen. Ich will, mein Gott. 100 Mal Jugend und Subkultur im ORF. Weil ich will. 100 Kampfansagen an konventionelles Fernsehen. Vielleicht sollte man jetzt mal eine Bilanz ziehen. Ich kann keine Bilanz ziehen. Sendung ohne Namen. Das sind etwa 100 Worte pro Minute. Das macht bei 25 Minuten mal 100 insgesamt 250.000 Worte. 50 Bilder pro Minute, das ist leicht. Das sind 125.000 Bilder insgesamt. Etwa 300 Gäste aus Musik, Literatur, Film, Funk und Fernsehen. Ungefähr 50 Menschen, die als Schauspieler agiert haben. Die Top 10 der gezeigten Personen: George Bush, der Papst, Saddam Hussein, Adolf Hitler, DJ Ötzi, Christel Stürmer, der andere Papst, Osama Bin Laden, Wolfgang Schüssel und Karl-Heinz Grasser. Typisch. Ist mal wieder nur die Regierungspartie. Jetzt werden gleich wieder Strache und Westenthaler anrufen, warum sie nur so kurz im Bild sind. Wogegen, ach was, holen wir es einfach nach, bitte. Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass diese Sendung irgendwas verändert hätte? Ich meine jetzt an der politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und sportlichen Grundstimmung im Land. Ich kann keine Bilanz ziehen, ich bin geschwächt. Naja, also das schwarz-blaue, orangene Alternativkonzept ist abgewählt. DJ Ötzi hat sich scheinbar zur Ruhe gesetzt. Die Arbeitslosenzahlen sinken und das Fußballteam, das gewinnt hin und wieder auch mal ein Spiel. Ich bin heiß. Ich kann es jetzt nicht beweisen, dass es an dieser Sendung liegt, aber Sie können es auch nicht widerlegen. Statistisch gesehen haben ja immer so um die 140.000 Menschen zugesehen. Abzüglich der 70.000, die regelmäßig vor der Glotze einschlafen, ist das trotzdem immer noch ein erfolgreiches Minderheitenprogramm. Erfolgreich.
Ist natürlich völliger Quatsch. Im Grunde ist man immer erfolglos. Ich glaube, Erfolg ist ein mehr oder weniger meisterlicher Betrugsversuch unseres Gehirns. Das Gehirn hat den Erfolg als raffiniertes Abwechslungsereignis gegenüber dem unraffinierten Langweiligen in unsere Matrix eingefügt, damit wir uns selbst einreden können, die Möglichkeit zu haben, etwas zu beeinflussen. Sagen Sie doch mal im Fernsehen, was Sie wollen. Reden Sie doch einfach drauf los. Sie haben die Freiheit zu sprechen. Alle sollen zu Wort kommen. Jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Sagen Sie das, was Sie schon immer loswerden wollten. Ich finde, es ist kein Standpunkt, keinen zu haben. Reden Sie. Jetzt. Ich trinke alle Tag meine zwei Bier. Ich bin Mitglied des Kampfbundes gegen Alkoholmissbrauch und kann nur sagen, irgendwie ist es eine Schweinerei, möchte ich Ihnen sagen. Weil das ist das Einzige, was wir Arbeiter haben, was uns ein Vergnügen bereitet, nicht wahr? Ein Bier. Ich glaube, wir haben da soeben den Unterschied zwischen Politik und Gesellschaft gesehen. Ein Bier. Die Politik stammelt zwar nicht, dafür lügt sie uns an. Wir xaffen, oder? Die Gesellschaft lügt zwar nicht, aber dafür langweilt sie uns. Wählen Sie. Aber unterschätzen Sie nie die Macht des Milieus. Es macht eben einen Unterschied, ob man die gleiche Meinung auf der Straße in Wien, vor einer Polizeidienststelle in Bagdad oder in einem Buch, das in Russland erscheint, kundtut. Sendungen. Können Sie sich eigentlich noch an irgendwelche Sendungen explizit erinnern? Naja, das ist eine schwierige Frage. Das war mir klar. Im Grunde genommen weiß ich selbst nur noch bruchstückhaft, was wann wo gelaufen ist. Tja, was hatten wir noch? Eine Sendung wurde vom ORF abgelehnt. Warum eigentlich? Achso, ja genau, da wurde der Papst irgendwie mit Dopingsündern gleichgesetzt, weil er, um besser seinen Beruf ausüben zu können, Medikamente nimmt. Das finde ich jetzt eigentlich nicht ganz so wild. Egal. Dave Gahan, der wollte sich nicht interviewen lassen oder die Fragen waren ihm zu intim oder die allererste Sendung, Interview mit Moby. Was waren wir jung damals? Blödsinn, was waren wir aufgeregt damals, wollte ich sagen. Und die Geschichte mit dem Holzbein. In irgendeiner Zeitung stand damals zu lesen, das ständige Vorkommen des Holzbeins versinnbildlicht die verkrüppelte Jugend des Offerzählers. Was haben wir gelacht? I just don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. I'm so used to do. Das ist es. Das ist perfekt. So, die 100 sind voll. Und die Frage ist, wie feiert man sowas? Steigen Sie ein und fahren Sie mit. Die erste Idee war natürlich eine große Revue. Und die fängt immer so an. Arabella Kiesbauer moderiert, Peter Alexander kommt aus Wiener Neustadt für einen letzten Fernsehauftritt, Max Rabe singt, der Bundespräsident gratuliert via Live-Schaltung. Ich bedanke mich bei allen, die daran beteiligt waren bzw. teilgenommen haben, sehr herzlich. Das ORF-Fernsehballett tanzt, Alfred Dorfer kommt und macht ein bisschen Polizatire, die Sportfreunde Stiller spielen, Miriam Weichselbraun, Baumer-Brauner tanzt mit Alfons Heider ein Tango, Andi Knoll steigt nackt aus einer Torte, der Fernsehintendant verteilt im Publikum noch ein paar Schwarzkopien von früheren Sendungen und zum Schluss kommen dann nochmal alle auf die Bühne und singen My Way. Geht nicht. Zu teuer, zu aufwendig. Und ganz abgesehen davon, wer will sowas schon sehen? Außerdem muss man sich gleich wieder den Vorwurf gefallen lassen,
dass sich die Avantgarde mal wieder mit dem Establishment verbrüdert. Und da kann ich die Schlagzeilen schon vor mir sehen. Extra Blatt, Abendausgabe, nur 30 Euro. Nichts Neues bei die Sendung ohne Namen. Ewiges, unschlüssiges Kokettierung mit Revolutionen und Biederkeit. Immer diese halbe Sache. Extra Blatt. Es ist eben auf die Dauer ganz schön anstrengend, immer gegen den Strom zu schwimmen. Man wird ja auch nicht jünger. Alle anderen österreichischen Revolutionäre, die gehen mittlerweile auch auf den Opernball oder leben in der Schweiz. Oder was ist mit Jesus? Ich meine, was wäre geschehen, wenn Jesus lang genug gelebt hätte und auch langsam so auf die 40 zugegangen wäre? Bei dem hätte sich vielleicht auch mal eine innere Stimme geregt, die mal von Revolution und dann wieder von aufkommendem Konservativismus gesprochen hätte. Okay. Eine Revolution anzetteln, schön und gut, aber gleich dafür sterben? Vielleicht ist ihm ja beim Gebet am Ölberg zum ersten Mal bewusst geworden, dass die ganze Sache, die er da ins Rollen gebracht hat, auch Konsequenzen hat. Alles über das Gebet am Ölberg. Jesus macht einen Rückzieher. Extravagant. Diese armen Journalisten. Mit denen habe ich mittlerweile genauso viel Mitleid wie mit Architekten, die auch dauernd behaupten müssen, dass Bürogebäude Kunstobjekte sind. Es muss reichlich unbefriedigend sein, so ein Leben als Journalist. Sich dauernd was aus den Fingern zu saugen, was den Herrschenden nicht missfällt, den Beherrschenden eine Stimme verleiht, was die Idioten verstehen und die Intellektuellen nicht langweilt. Lieber Journalist, falls du glaubst, auf diese Art was zu bewegen, nimm eine Schaufel und pflanze einen Baum, damit wieder ein bisschen Papier nachwächst. Aber nochmal zurück zu Jesus Christus. Ich meine, etwas mehr Inkonsequenz im Handeln, hier eine nette Entschuldigung da und statt Hinrichtung am Kreuz hätte Jesus in Jerusalem ein beschauliches Leben als Tempelvorsteher, freier Philosoph oder Privatlehrer für kinderreicher Römer führen können. Und bei 2-3 Heilungen im Monat, da wäre sogar auch noch ein Seegrundstück am Genesaret drin gewesen. Herr, ich bin geheilt! Ja, was ich, große Home-Story, nur 30 Euro. So lebt der Heiland in seinem Villa. Okay, also Revue fällt flach. Vielleicht machen wir das zur 200. Sendung. Deshalb nächste Idee, und das macht man in solchen Situationen immer, ein Best-of. Meinetwegen. Beatles, Mikrowelle, Fernseh, Sexual, Collection, Wissenschaftler, Medizinwelle, nicht gesehene Station. Aber Moment mal, was ist denn das Beste überhaupt? Na, also ich weiß nicht, das funktioniert bei uns nicht so richtig. Das ist für mich genauso ein Etikettenschwindel wie zum Beispiel der Director's Cut beim Film. Oder ganz anders. Man ruft bei solchen Anlässen einen Tag der offenen Tür aus, an dem man dem Gebührenzahler mal einen Einblick hinter die Kulissen gewährt. Der letzte Tag der offenen Tür, den ich besucht habe, war übrigens die Heerschau des Bundesheeres auf dem Heldenplatz. Früher gab es bei solchen Anlässen noch richtige Paraden. Mit dem Stechschritt marschierenden Soldaten und Waffen, die auf Lastwagen an einem vorbeigezogen wurden. Heute hat sowas eher Volksfestcharakter mit Bratwurst, Ponyreiten, Hupfburg und Ö3-Gemeindeaufklebern auf den Panzern. Dieser Eurofighter stand übrigens auch rum. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass... Hört ihr bitte das Band. Sehr geehrte Damen und Herren. Der an dieser Stelle der Sendung ohne Namen geplante Teil, wer braucht die scheiß Eurofighter, wer hat den Wahnsinn unterschrieben und wer hat sich daran eine goldene Nase verdient, muss leider aus politischen Gründen entfallen. Hören Sie stattdessen nun das dadaistische Gedicht Karawane von Hugo Ball. Karawane. Jolifanto Bambla o Fali Bambla. Grossiga Mufa Habla Horem. Egiga Goramen. Higo Bloiko Rusula Huyo. Holaka holala, anlogobung, blagobung, blagobung, boso fataka, üüüü, shampa vula vusa olobo, heya tatagorem, ishige zumbada, bulubu, subudu, uluv, subudu, tampa baumf, kasagauma, baumf. Hugo Ball, einer der Begründer des Dadaismus. Die Dadaisten, das war irgend so ein Haufen Künstler in Zürich, die jegliche konventionellen Künste ablehnten. Es gibt übrigens drei Theorien, woher der Begriff Dadaismus kommt. Erstens,
Hugo Ball öffnete mit einem Federmesser ein deutsch-französisches Wörterbuch und blieb auf dem Wort Dada, französisch für Steckenpferd, hängen. Zweitens, Marcel Janko, ebenfalls Dadaist, bestritt diese These und behauptete, Dada stammt von einem in Zürich erhältlichen Haarwaschmittel namens Dada. Und die dritte Theorie, hab ich vergessen, ist jetzt auch wurscht. Und überhaupt die Schweiz. Können die uns jetzt eigentlich empfangen? Na, ist egal. Alles in allem gesehen ist die Schweiz ganz ähnlich wie Österreich. Klein, tendenziell chauvinistisch, tendenziell fremdenfeindlich und mit einer großen Portion Nationalstolz ausgestattet, der auf Skirennergebnissen beruht. Im Grunde genommen unterscheiden sich Länder in Europa nur noch marginal voneinander. Die Schweizer haben dreipolige Stecker, die Engländer haben Linksverkehr und die Türken sind Asiaten. Ansonsten ist alles gleich. Was mich schon immer gewundert hat, wieso sitzen eigentlich so viele politische Organisationen, Vereinigungen und auch Sportkomitees in der Schweiz? Die UNO, die Welthandelsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation, das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge, das Internationale Rote Kreuz, die FIFA und das Internationale Olympische Komitee. Insbesondere die letzten beiden beargwöhnt man ja in letzter Zeit gehörig. Vielleicht weil es zumeist eher 80-Jährige sind, die täglich darüber beraten, ob man beim Fußball die Tore breiter machen soll, ob Frauen auch Hammer werfen dürfen oder ob Schach das Recht hat, olympisch zu werden. Warum eigentlich in der Schweiz? D2, D4, französische Verteidigung mit Nimzowitsch-Variante. Läuferabtausch, Turmverbindung. Schwarz sieht zwar das weiße Bauernmanöver, aber die Dame kann nicht eingreifen. Es droht Materialverlust. Weiß opfert die Dame, um den schwarzen König anzugreifen. F7, F8, Dame und Schach. Schwarz gibt auf. Was für ein heroischer Sieg, was für ein Erfolg. Aber was ist jetzt mit der Schweiz? Was? Ich glaube, weil die Schweiz ein Land ist, in dem es nur halb so viel Neid und Hass gibt als anderswo. Das liegt zum einen am landschaftlichen Charakter der Städte und zum anderen am Fehlen einer wirklichen Großstadt. Im Grunde genommen ist die Schweiz ein einziger großer, langweiliger Kurort, an dem sich Schriftsteller, Banker und Sportler erholen, um den Affentanz zu Hause wenigstens gesundheitlich zu überstehen. Achtung, auf Tonmeisterzeichen 3, 2, 1, Aufnahme. Okay, also nochmal, liebe Zuseher, Sie sehen immer noch die 100. Sendung ohne Namen. Moment mal, vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, dass wir uns auch mal bei Ihnen bedanken, liebe Zuseher. Denn ohne Sie, liebes Publikum, was wären wir denn ohne Sie? Die Sie an frühen wie auch an späten Sendeterminen in all den Jahren zu uns gehalten haben. Sie, die immer kritischen und kulturell aufgeschlossenen Zuseher und Zuseherinnen, die die Subkultur pflegen und den Mainstream verachten, die Sie auf den zeitlosen Matula in ORF 2 oder den zeitgleichen Harald Schmidt in der ARD immer gepfiffen haben, die Sie mit uns über unsere Politiker den Kopf geschüttelt und über unsere Sportler gelacht haben, die Sie mit uns zusammen richtig sauer geworden sind, welcher banale Stumpfsinn teilweise um 20.15 Uhr im Fernsehen läuft. Sie, die Sie wie wir nicht an Kinderkaraoke, Dauertanzwettbewerbe und Containershows geglaubt haben und mit uns zusammen fassungslos waren über die Dauerpenetranz der immer gleichen Seitenblicke-Gesichter in Österreich. Ohne Sie, liebes Publikum, da hätten wir längst schon den Kampf aufgegeben und würden in schicken Anzügen bei Werbeagenturen herumsitzen, schnelle Autos fahren und drüber nachdenken, wohin es mit unserem 14. Monatsgehalt auf Urlaub geht. Dankeschön. Son cœur, et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix, et quand il veut serrer son bonheur, il le broie.
elle ressemble à ces soldats sans âme qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever le matin, eux qu'on retrouve au soir désarmés incertains, dites ces mots ma vie et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux. Meine Damen und Herren, Sie sahen die 100. Ausgabe der Sendung ohne Namen. Falls Sie sich als ehrlicher Gebührenzahler nun zu Recht betrogen fühlen von dieser witzlosen Frechheit, dann haben wir diesmal wohl wenig in der Hand als Gegenargument. Denn wenn das alles war, ist das echt bitter. Eine Unverschämtheit, eine Sauerei sondergleichen, wie ich meine. Aber andererseits, wie degeneriert ist eine Gesellschaft, die sich so etwas bieten lässt? Im Grunde sind wir wohl alle schuld. Denn wir sind die Gesellschaft und die Hölle. Das sind die anderen. Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit dem weiteren Programm des ORF FS1.